Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein XXL-Unboxing für dich, denn ich öffne 8 Glossy-Boxen mit euch. Ich habe im Glossy-Sale zugeschlagen und wenn du wissen möchtest, was sich in den Boxen verbirgt, die ich geholt habe, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich wollte gerade sagen, die ich ergattert habe, die ich erräubert habe, die ich mir im Schweiße meines Angesichts bestellt habe, denn sie waren unfassbar schnell weg. Also ich hatte das Glück, dass ich, ich glaube, 2 Minuten vorher auf Aktualisieren geklickt habe und dass dann schon die Boxen online waren, dass ich mir schnell das 3er französisches Boxen-Bundle in meinen Warenkorb legen konnte und auch das 5er-Bundle mit den schwedischen Boxen und ganz schnell bestellt habe. Ja, denn ich habe gehört, dass es wirklich super schnell mal wieder ausverkauft war. Ich habe es aber auf Instagram geteilt. Also, hier, AIDOIP, folgt mir auf jeden Fall auf Instagram, wenn ihr solche Aktionen nicht verpassen wollt. Ich hatte das, glaube ich, einen Tag vorher auch geschrieben oder gepostet, dass ihr das wisst. Und es haben mir auch sau viele Leute von euch geschrieben. Hey, Claudi, jetzt ist der Sale online und komm und mach und hu. Mega witzig und mega cool von euch. Also, ich feiere das wirklich hart und vielen Dank auch an alle Hinweise, die ihr mir so gebt. Und jetzt möchte ich gerne mit euch das Unboxing machen. Genau, es wird auch eine Verlosung geben, denn ich denke, dass ich nicht alle Produkte behalten werde und einen Teil von dem, was ich quasi weitergeben möchte, verlose ich in diesem Video an einen von euch. Was es zu gewinnen gibt, werden wir jetzt im Laufe des Videos sehen und was ihr tun müsst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht in der Infobox. Also wir sind jetzt alle einfach mal gespannt, was drin ist, ne? Es beschweren sich ja auch immer wieder Leute, dass die anderen Länder coolere Boxen haben als wir. Ich habe ehrlich gesagt noch nicht gehört, dass die schwedischen oder die französischen Glossy-Boxen so exorbitant geil sein sollen. Deswegen weiß ich überhaupt nicht, was da drin sein soll. Vielleicht ist es auch exakt der gleiche Inhalt und ich habe alle schon. Das wäre natürlich super traurig, weil ich habe für das französische Dreierbundle 27 Euro ausgegeben, also 21 Euro, also 7 Euro pro Box und für das schwedische 5er-Bundle habe ich 30 Euro ausgegeben, also 6 Euro pro Box. Und wir gucken jetzt zuallererst mal das französische Bundle an. Ja, ich habe einen riesengroßen Karton bekommen. Der arme Postbote, ey. Und dann waren in diesem riesengroßen Karton noch diese ganzen anderen Kartons. Und das schwedische Bundle ist auch nochmal in einem separaten Einzelkarton gewesen. In diesem großen Karton, also Wahnsinn. Und ganz viel Verpackungsmaterial, womit ich quasi einen kompletten gelben Sack voll gemacht habe. Aber das wird bei mir immer weiterverwendet. Das kommt bei mir ja nicht weg. Bei mir kommt nichts weg. Ne, Sammy? Bei mir kommt nichts weg. Ja, ich habe hier Boxen, Kartons und dann ist Sammy natürlich direkt am Start, ne? Also ich glaube, nichts ist dabei, was du essen kannst. Die erste Glossy-Box, die ich hier habe, die französische, ist einfach in einem ganz klassischen Design. Die Boxen werden übrigens, also die Kartons und die Boxen, von mir weiterverwendet. Als Versandkartons oder als Dekoaufbewahrung, als keine Ahnung. Und irgendwann sitzt dieser kleine Mann wirklich noch auf meinem Schoß. Der Kopf ist schon mal da. Genau, also wenn ihr gleich hier irgendwas Weißes durch die Gegend wuseln seht, oder irgendwas wedeln seht, was auch immer. Das ist Sammy. Okay, erste Box. Huch, da ist ein Flyer mit bei. Oh, Gradui, Allieu de 12,90 Euro. Ja, das ist die französische Version. Okay, ja. Da steht jetzt keine Gültigkeit drauf, weil das könnte jetzt ja vielleicht verraten, von wann das Box-Dings ist. Aber wir gucken mal rein. Deckel ist entfernt. Oh, Weihnachtsedition 2018 hätte ich jetzt einfach mal gesagt, oder? Make a Wish ist die Edition. Haben die da irgendwas anders drin? Nö, das ist alles hier auf Französisch drin. Genau. Und das war, Gott, ich glaube ja, 2018. November 2018. Okay, ich hoffe, das habe ich auch schon mal unter den anderen Glossy Sale Videos gesehen, gelesen. Ich hoffe echt, dass die Produkte dann noch alle noch so haltbar sind, ne? Und ich denke mir auch, okay, ja, es sind dann wahrscheinlich die Boxen, die in dem Moment nicht wirklich verkauft wurden, die keinen reißenden Absatz gefunden haben. Aber im Prinzip, man macht schon einen guten Deal, ne? Weil ich habe jetzt 7 Euro für diese Box hier ausgegeben und ich denke, der Warenwert wird viel, viel höher sein. Und ich bin noch mal gespannt, was ich dann von den Produkten behalten werde. Ich gehe da jetzt ein bisschen schneller durch, als ich das normalerweise in meinen Unboxings mache. Weil sonst wäre das wahrscheinlich auch ein bisschen zu lang. Okay, das ist schon mal cool. Von Juwelkerze oder Jewel Candle. Da ist ein Produkt mit drin. Wir hatten auch sowas mal irgendwann in der Box mit drin. Eine Badebombe. Und das hier ist auch wohl sowas ähnliches. Sweetheart. Ach, süß. Und da werde ich mir dann wahrscheinlich mal ein Fußbad von machen. Weil ich bin ja gespannt, was für ein Schmuck sich darin verbirgt. Juwelkerze hat ja immer Schmuck mit bei. Da haben die beiden sich zusammengetan. Cool. Freue mich.
Das ist schon mal ein geiles Produkt. Dann haben wir etwas mit drin, das hatte ich auch schon mal, das wird weitergegeben. Das Bella Pia Shimmer Oil für Face, Body and Eyes. Also das habe ich auch schon mal getestet. Das hat mir persönlich nicht so wirklich gefallen. Ich gebe mir sowas einfach ungern auf den Körper. Ich gebe mir sowas ungern so als Highlighter aufs Gesicht, weil mir das einfach zu intensiv dann tatsächlich ist, mir. Und auf die Augen, bei mir funktioniert es nicht mit Schlupflidern und dann rutscht das alle in die Crease und dann macht das keinen Spaß. Dieses Lippenprodukt von Duze hatten wir auch schon das ein oder andere Mal in Boxen, in Adventskalendern, in Sale-Aktionen und so weiter. Auch das wird weiter wandern. Dann haben wir hier zwei Produkte, die ich noch gar nicht hatte. Und zwar von Spirit Time, keine Ahnung, jeweils 10 Milliliter. Das sind Handcremes. Die können wir aktuell einfach sehr gut gebrauchen. Und so eine kleine Tube in der Handtasche 1A. Das ist einmal die Nourishing Hand Cream Flower Time. Voll mein Duft, garantiert. Und Nourishing Hand Cream Fruity Time, auch das garantiert voll mein Duft. Finde ich klasse, werden beide verwendet. Nice. Dann haben wir hier eine Wimpernzange, die habe ich jetzt auch schon ein paar Mal öfters drin gehabt, von MET Make-up. Aber die ist echt klasse. Also die ist wirklich, wirklich toll. Werde ich aber weitergeben, weil ich habe ja meine von Brushworks, die ich richtig gut finde. Hier hast du auch so Ersatz Gummis drin. Für dieses Wimpernding und ja, die wird auf jeden Fall dann auch demnächst mal verlost werden. Das heißt, ja, wenn man die Handcremes als jeweils ein Produkt wertet, behalte ich 3 Produkte und 3 Produkte wandern weiter. Finde ich vollkommen legitim. Ich werde auch versuchen, euch die ganzen Preise von den ganzen Produkten mit einzublenden und auch mit reinzuschreiben, welchen Wert ich behalten habe und welchen Wert ich weitergebe, denn das interessiert euch immer sehr. Das habe ich in den letzten Videos auch immer wieder gesehen, also in den letzten Glossy Sale Videos, deswegen schreibe ich das natürlich mit rein. Die nächste französische Box befindet sich hier in meinen Enden. Oh, es lässt sich nicht so einfach öffnen. Gar nicht einfach. Wir sind ein bisschen rabiat hier unterwegs. Das ist vollkommen in Ordnung, finde ich. So. Noch eine ganz normale Version offensichtlich. Ohne Flyer, also ohne Werbung, was ich nicht schlimm finde. Ich brauche das nicht unbedingt. Ja, sehr leicht. Ein Deckel. Oh, Under the Sea, Leute. Die Under the Sea in der deutschen Variante war meine erste Glossybox. Yay. Die ist auch von, boah, April oder März 2018. Nee, die Juni-Edition war das dann, oder? Hat sich das irgendwie anders verhalten? Übrigens finde ich es viel cooler, wie die hier begrüßt werden, die französischen Ladies oder die französischen Glossies. Da hast du hier nämlich so Inspiration drin. Das haben wir bei uns in den Glossy-Magazinen so nicht. Och, es ist viel schöner und dann ist hier französisches Krams und so. Mensch, ja gut, ich guck mal rein, ne? Das ist immer das Gleiche. Ja, ich gehe da sonst ein bisschen steiler drauf, wenn ich halt meine Boxen öffne. Aber so ist das jetzt einfach. Es ist so viel. Und dann rasch, rasch, rasch. Ganz viel. Okay, Entschuldigung. Ich habe gerade gesagt, dass ich es gut finde, dass da keine Werbung drin ist. Die ist jetzt in der Box mit drin, brauchen wir aber nicht. Dann haben wir hier von Purelay ein Ding, witzigerweise auch mit einem Rabattcode, aber hey, der wird nicht mehr gültig sein. Das ist ein Armband oder Haarband. Als Haarband ist mir das einfach viel zu klein, als Armband trage ich sowas nicht. Das heißt, auch das wird weiter wandern. Dann haben wir von Karl Lagerfeld und Model Co. ein Brow Pencil Medium Dark. Den werde ich austesten. Ja, da gucke ich einfach mal, ob das meine Farbe ist. Ich glaube, den hatte ich auch in der deutschen Version mit drin. Genauso wie auch das Produkt von Purelay. Aber ich habe zu dem Zeitpunkt noch nicht meine Augenbrauen gemacht. Das ist witzig, oder? Ja, das ist so ein Stift zum... Ist das zum Hochdrehen oder ist das zum Anspitzen? Oh, jetzt habe ich es kaputt gemacht. Ja. Habe ich gut gemacht, ne? Es ist nicht zum Hochdrehen offensichtlich. Es spitzt man an, auch wenn es Plastik ist. Ja, der ist sehr, sehr dunkel, aber vielleicht ganz leicht und sanft aufgetragen wird das was. Ich weiß es nicht. Und diese Kombination Karl Lagerfeld und Model Co. hat mir wirklich gut gefallen. Also, da bin ich gespannt. Der wird behalten. Und dann haben wir hier ein Senior du Bonfond Sea Water Hairspray. Ja, das ist jetzt nicht unbedingt was für mich. Das ist ja so ein Meerwasser. Es gibt Textur in die Haare. Ne, das brauche ich nicht so wirklich. Ich style meine Haare einfach nicht. Ich tue es einfach nicht. Hier sind 50 Milliliter drin. Das ist von der Verpackung her wunderschön, ne? Aber nichts für mich. Nö.
Das wird auf jeden Fall bleiben oder demnächst mal verlost werden. Das weiß ich auch noch, dass es da drin war. Von Manakadar Step 3. Das HD Perfecting Finishing. Nein, das Perfecting Powder einfach. Genau. Ich habe da schon so viele von leer gemacht und ich finde es so gut. Ich habe so eine niemals versiegende Quelle von Marion tatsächlich, die mir immer wieder davon welche besorgt. Und jetzt habe ich tatsächlich mal selber eins in der Box. Super geil. Das ist so ein schönes Puder und ich kann es wirklich empfehlen, weil das macht einfach alles toll. Und ich muss mich immer zwingen, auch andere zu verwenden. Aber das ist und bleibt mein ewiger Favorit und das ist gar nicht so günstig und das ist super toll. Und warum will ich das wieder hier reinpacken? Muss nicht sein. Okay. Ja, Marilou Bio. Eine Gelcreme. Vitality Gel Cream ist das. 20 Milliliter. Ja, ich denke, das ist dann einfach so eine Gesichtscreme, was die Haut vitalisieren soll. Ist ganz nett, ne? Ja, sagst du nichts zu. Weiß nicht, ob ich die behalten werde, weil ich habe ziemlich viele da. Aber hätte ich nicht so viele, wäre das richtig geil. So, und dann haben wir etwas, ich glaube, das habe ich schon da, aber das finde ich gut. Monu Skin Line Smoothing Eye Cool Gel, All Skin Types. Das ist halt wirklich jetzt auch total passend, ne? Weil gerade jetzt hat man vielleicht so ein bisschen, einem ist generell wärmer und dann ist die untere Augenpartie noch wärmer. Also dementsprechend ist es ganz praktisch, wenn das Augenprodukt, was du verwendest, dann auch noch deine untere Augenpartie kühlt. Mit Arnika und Siberian Ginseng. Ja, mit sibirischem Ginseng. Genau, 15 Milliliter sind hier drin. Und das war auch schon diese Box. Ich werde safe behalten, dieses Produkt, dann dieses Produkt und dieses Produkt, also drei. Und die anderen drei, ich zähle das jetzt auch mal als ein Produkt, dieses Armband, ne, werden dann demnächst mal verlost werden oder jetzt in diesem Video. Man weiß es nicht. Die nächste Box. Auch die scheint sehr leicht zu sein, aber Glossy-Boxen sind meistens etwas leichter, weil du nicht unbedingt Full-Size drin hast oder nicht so Ultra-Riesen-Produkte, aber dafür teure. Na, ich stehe immer drauf, wenn ich das in eins lösen kann, aber nein. Leider nein, leider gar nicht. Okay, eine Mary Poppins Edition. Da haben wir beim letzten Glossy Sale alle oder viele richtig Glück gehabt, weil wir so Badebomben von Rituals mit drin hatten. Bezweifle ich, dass das hier mit drin ist, weil die doch sehr, sehr leicht hier ist. Auch hier haben wir wieder Werbung. Und Werbung. Oh Mensch. Ja, die Mary Poppins Edition ist auch von 2019. 19. Dezember ist es in die Kinos gekommen. Ich habe keine Ahnung. Muss ich gleich mal gucken. Ich weiß nicht, ob wir das gleiche Heftchen hatten, oder? Nee, wir hatten da die Mary Poppins abgebildet, die auch quasi hier auf dem Deckel drauf ist. Ich glaube, das war da mit drauf. Das war tatsächlich Dezember 2018. Also das ist echt schon eine Weile her. Und die haben hier gar nicht so ein Lady-Kram drin. Sonst bei den anderen Heftchen war ja dieses, ne, was mir so gut gefallen hat. Hier finde ich da auch dieses Schleifchen so schön und das Seidenpapier, weil das einfach etwas außergewöhnlicher ist. Das Krüppelpapier ist sogar in weiß. Auch das ist sehr, sehr hübsch. Oh ja, die ist relativ mau gefüllt, aber es sieht nach sehr viel dekorativer Kosmetik aus. Deswegen beschwere ich mich schon mal nicht. Was haben wir denn als erstes? Von Icona Milano. Okay, das sagt mir jetzt nicht so viel. Das ist ein Lippenstift. Jedenfalls sieht er von der Form sieht er aus wie ein MAC-Lippenstift, oder? Finde ich ja interessant. Aber dieses Silberglitzer mag ich gerade voll. Ja, der schwitzt ein bisschen, aber ist nicht schlimm. Der riecht noch vollkommen angenehm. Den behalte ich auch. Oh, ja, das ist eine schöne Farbe, das mag ich, ne? So glossy Finish. Ei, das mag ich. Der ist toll, der behalte ich. Mhm. Dann haben wir hier noch einen Pinsel mit drin. Und zwar von Glossybox, von der Eigenmarke. Das ist so ein abgeschrägter. Ja, Sammy hat es hier ganz schwer, Leute. Es ist super warm. So ein abgeschrägter Pinsel, mit dem kannst du Eyeliner auftragen oder deine Augenbrauen ziehen oder unter dem unteren Wimpernkranz da Kram machen. Der bleibt auf jeden Fall. Ich bin ein Pinselfreak. Auch meine Pinselsammlung verlinke ich dir hier oben. Da siehst du, was für ein großer Freak ich bin, falls du mich noch nicht kennst. Hi, ich bin Claudi. Ich bin ein bisschen anders. Okay, Kontext. 30 Milliliter. Microderm Regenerator. Ich weiß jetzt noch nicht genau, was der macht, aber das ist eine Tube. This 2-in-1 Daily Cleanser and Gentle Exfoliator soothes and purifies skin as it effectively cleanses. Okay, also das ist quasi ein Sample, not for sale. ein Gesichtsreiniger. Finde ich gut, wird behalten. Why not?
Ja, der wird weiterwandern, den habe ich auch schon etwas öfter drin gehabt. Meet and Mia, ein Eyeshadow Nummer 54. Das ist einfach so ein goldener Lidschattenstift. Bin ich ja nicht so Fan von, deswegen wird der weiterwandern. Und dann haben wir von Nico Pro Liquid Jelly Blusher in der Farbe Bali. Ich weiß nicht. Nee, der wird weiterwandern. Genau. Aber in dieser Box war jetzt echt viel dekorative Kosmetik drin. Da muss ich wirklich sagen, das fand ich gut. Also hätten wir das bei uns in der Box drin gehabt, hätten viele das echt gefeiert. Zwei Produkte werden weiterwandern, drei Produkte werden bleiben. Ich finde auch, das ist eine richtig gute Mischung. Also von daher, ne? Cool. Das war die französische Variante, für die ich 21 Euro ausgegeben habe. Und ich muss sagen, es lohnt sich für mich. Auf jeden Fall. Ja, doch. Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, ne? Normalerweise zahlt man ja für die Boxen ungefähr 12,50 Euro bis 15 Euro, je nachdem, welche Aboform man so wählt. Ich kann dir auch hier mal meinen Gutscheincode einblenden, dann kannst du ein bisschen sparen und ich kann ein bisschen Glossy Points sammeln. Da unterstützt du mich halt auch ein bisschen mit, das fände ich auch echt cool von dir. Und dann bekommst du solche Aktionen halt etwas früher mit. Manchmal ist es sogar so, zum Beispiel beim Glossy Box Adventskalender, dann bekommst du das Produkt, was dort angeboten wird, ein bisschen günstiger als diejenigen, die halt kein Abo haben. Deswegen kann ich es halt empfehlen, gerade zum Ende des Jahres hin, was jetzt ja noch nicht ist, aber ne, da schon mal das Abo abzuschließen, wenn man den Glossybox Adventskalender auf jeden Fall kaufen möchte, weil man den zum einen dann günstiger bekommt und zum anderen schneller. Es gibt aber auch immer wieder Sondereditionen von Boxen, ne? Zum Beispiel da gab es mal so eine natürliche Box, die gemacht wurde. Die gibt es dann auch immer günstiger, glaube ich sogar. Dann eine Muttertagsbox, ein Osterei zu Ostern. Genau. Und wahrscheinlich auch immer mehr, aber ich weiß jetzt nicht alle aus dem Stegreif. Genau, deswegen, also für mich lohnt sich das immer wieder. Manchmal hat man Glück, manchmal hat man Pech, aber unterm Strich lohnt sich bei mir auf jeden Fall die Glossy Box. Hier haben wir das nächste Monster. Und da sind ja dann wahrscheinlich 5 Boxen drin. Wahnsinn. Da wir hier auch die schwarzen mit dabei haben, denke ich, dass da auch 2019er Boxen mit drin sind. Weil ich glaube, 2018 hatten wir noch die rosa Variante. Hier haben wir dann einmal die 5 schwedischen. Ja, die schwarzen lassen sich auch einfach besser öffnen. Guck mal, das ist die Weihnachtsvariante von, ich glaube, 2019. Das ist gar nicht so lange her. Also hier habe ich ja dann pro Box 6 Euro bezahlt. Edel, edel. Sprach der Wedel. Ich kann kein Schwedisch. Es tut mir wirklich leid. Oh, aber hier sind Spoiler, die wollen wir gar nicht wissen. Das hier ist das Heftchen gewesen, das Glossy Mag. Und das heißt ja auch wirklich Glossy Mag. Das ist ja cool. Und hier ist tatsächlich auch die Info. Guck mal, es gibt einen Glossy Box Adventskalender. Und das ist der Adventskalender von 2019. Und das hier ist November 2019. Ja, wie gesagt, ich kann kein Schwedisch. Die Preise sind hier dann tatsächlich in Kronen angegeben. Und dieses Heftchen ist ganz schön dick. Also ich glaube, die Schweden stehen mehr auf diese Glossy Magazine. Schauen wir mal, was wir Weihnachten in Schweden bekommen hätten. Von The Body Shop. Auch schön. Warm Vanilla Hand Cream 30 ml. Das ist echt ein tolles Produkt. Gesundheit, Sammy. Ich glaube, das habe ich in meinem The Body Shop Adventskalender auch drin gehabt. Deswegen nicht schlecht, Herr Specht. Von Atok oder Atok oder A2K Shine Vitamin Spray. Ich werde jetzt nicht versuchen, in Schwedisch zu sprechen, aber es hat irgendwas mit Vitamin D auch zu tun. Okay. Ja, das sagt mir jetzt wirklich alles nichts. Schade. Das ist natürlich, ne, das ist halt das, was ihr auch geschrieben hattet. Das ist nur bis 05/2020 haltbar. Ärgerlich. Wir haben jetzt leider Juni. Ah, das ist super ärgerlich. 15 ml sind hier drin. Ich bin mal gespannt, was es vom Wert her wäre. Da muss ich mal auf. Steht das hier irgendwo bei den anderen Produkten auch drauf? Keine Ahnung, ich muss mir das mal näher gleich mal angucken. Dann von May Tulip. Das scheint ein Lippenstift zu sein. In Tulpe. Velvet Hydro Matte Lipstick. Cool. Achso, Packung. Entschuldigung. Sieht auch aus wie so ein Matte Lippenstift. Das ist... Oh, der riecht angenehm. Das ist so ein schöner Nude-Ton. Bräunliches Nude. Ja, sieht ähnlich aus wie das, was ich auf den Lippen drauf habe. Mega geil. Der ist sehr, sehr cremig. Das ist cool. Okay. Dann haben wir hier von Steve Laurent ein Loose Powder. Geil.
Das feiere ich. Hammer. Rose Gold. Ich hoffe, die Farbe passt. Ist hier irgendwie eine Mengenangabe oder so drauf? Nee, ne? In winzig klein wahrscheinlich. Ja, aber so sieht das auf jeden Fall aus. Das ist doch schon mal süß. Gucken wir mal rein. Mensch, das finde ich toll. Das gefällt mir jetzt hier aber. Eieieiei. Das ist wahrscheinlich so für einen Lidschatten oder so, oder? Wenn das Rose Gold ist. Ist das loser Lidschatten? Loose Powder. Oder ist es Highlighter? Komm, ich guck mal ins Häppchen und schau mal, ob ich irgendetwas davon verstehe. Aller Glossies Fahrtester. Aretz Mest. Oh Gott, vor Glitter. Rose Gold Loose Powder Pigment. Okay, das steht schon mal auf Englisch. Das ist nett. Kindbienen. Ablerica mit Fingertopparna LAN Smick Borste für et strahlender Glow. Für einen strahlenden Glow mit den Fingerspitzen auftragen, oder? Das heißt das doch bestimmt. Okay, ja. Okay. Ja, gucken wir mal. Oh nein, ist das süß. Guck mal. Selbst in diesem kleinen Mini-Vieh hast du hier noch was Ich weiß noch nicht, wo man das drauf macht. 1,5 Gramm sind hier enthalten. Ich glaube, das ist ein Highlighter. Ups. Schön auf dem Tisch. Ich habe jetzt schon Highlighter drauf, deswegen ist es ein bisschen nicht so, aber ich glaube, das ist cool. Oder? Ist halt Rose Gold, Claudia. Herzlichen Glückwunsch. Du kannst ja gut Englisch, ne? Ich versuche das mal zu swatchen, weil lose Produkte zu swatchen ist immer ein bisschen schwierig. Sieht schon ein bisschen dunkel aus jetzt auf der Hand. Aber ich werde das mal testen. So richtig mit dem Pinsel und dann im Gesicht. Habe ich Bock drauf. Auch wenn hier steht mit Fingertips und so. Aber ich werde es mal austesten. So, hier. Das braucht kein Mensch. Nein, das mache ich so wieder zu. Das ist einfach hübsch, komm. Und 1,5 Gramm. Ist jetzt eigentlich auch nicht so winzig, ne? Und das ist einfach ein super schönes Pöttchen. Geil. Sowas haben die Schweden gekriegt. Schon, unfassbar. Ist aber cool, dass man dann jetzt die Möglichkeit hat, auch die Boxen einfach mal zu kriegen im Sale, ne? So, von Le Couvent Santa Cruz Parfüm Remarkable. Ja, Parfümproben bin ich jetzt ehrlich gesagt kein Fan von. Ich sammle aber Parfümproben, um sie entweder Ende des Jahres mal in einen Adventskalender zu packen oder eine Ultra-Parfümproben-Verlosung zu machen. Mal gucken. Genau, aber das ist auf jeden Fall mit drin, das werde ich aber nicht behalten. Hier sind 1,5 Milliliter drin. Auch wenn es nur eine Probe ist, wird es wahrscheinlich relativ teuer sein. Deswegen werde ich es auch im Preis mit einbeziehen. Genau. Ich hätte theoretisch bis auf das Parfum auch alle Produkte behalten, aber das hier ist jetzt ja leider abgelaufen. Das ist sehr, sehr schade. Das heißt, ich behalte die drei Produkte hier auf jeden Fall und die beiden Produkte wandern dann quasi weiter, entweder in Verlosung oder in Mülleimer. Schade. Aber na, ich habe euch dann auch entsprechend die Werte und so ein Kram reingeschrieben. Aber Leute, das war eine gute Box. Die hat mir echt gut gefallen. Spektakulär, mal so ein bisschen eine kleine Glossybox-Weltreise zu machen, oder? Die zweite schwedische Box. Oh, auch das ist so eine Special Box, die Happy Birthday Edition, die bei mir persönlich gar nicht so gut abgeschnitten hatte. Hat auch ein anderes Heftchen. Also die schaut so aus. Die glitzert ja so schön. Wundervolle Box. Und wann war das denn? War das nicht im Mai letzten Jahres? Wo steht das? Da oben. 08/2019. Nicht im Mai, im August hatten die Geburtstag. Ja, guck, das Glossy Magazin gefällt mir aber doch deutlich besser von den Schweden, weil das ist, würde ich Schwedisch können, würde ich das cool finden, weil hier stehen auch viele Tipps und Tricks und Beiträge und so. Ne? Gefällt mir. Ist ein Gewitterwürmchen. Gut. Nehmen wir es mal aus seiner Verpackung raus und schauen wir mal, ob die Birthday Edition von den Schweden mir besser gefällt als die von uns. Tada. Oh, ich mag das allein schon. Schön. So. Geiler Duft kommt hier gerade raus. Oh. Ha, das riecht richtig, richtig toll. Happy Birthday. Ach, guck mal. Und die haben hier dann auch immer so eine Karte drin, wo dann die einzelnen Produkte, die in der Box mit drin sind, draufstehen. Das ist cool. Was riecht hier denn so gut? Oh. Oh. Leute, als erstes haben wir hier einen Blendepinsel von Luxi. Und den finde ich ja wunderschön. Das ist die 702 Tapered Blending Eye. Oh, wird auf jeden Fall behalten. Wie geil.
Finde ich echt klasse. Ja, das habe ich gerochen. Mega, das wird behalten. Frizz Ease von John Frieda Weightless Wonder Shampoo und Spülung Featherlight Cleansing and Advanced Smoothing. Hammer! Das finde ich ja cool. Jeweils 50 Milliliter. Und das riecht so, so angenehm nach frisch gewaschener Wäsche. Boah, das riecht echt gut. Mit Aloe Water. Geil. Mega. So, was gab's noch? Botanic Beauty Guardian Angel What I Do. Okay, das ist mit Gurke und so und das soll unfassbar toll die Augenpartie machen und so. Ich habe ganz, ganz viele Augenpads, deswegen wird das hier weiter wandern. Aber ansonsten hätte ich nicht von Yestyle so viel geile Sachen zugeschickt bekommen, würde ich die behalten. Aber ich habe so Pöttchen, wo ich halt so 60 Augenpads drin habe. Das heißt, das brauche ich jetzt wirklich aktuell nicht. Aber mega. Dann haben wir hier von Bang Beauty Warm Neutral Palette. Leute, das ist doch sowas von eine Lidschattenpalette. Ich kenne zwar Bang Beauty nicht, nie von gehört, aber es hört sich spektakulär an. Cruelty Free. Oh, geil. Ist jetzt keine Palette, wo ich sage, Mensch, die habe ich ja noch nie gesehen, aber finde ich nett. Ich glaube, wir hatten als Highlight-Produkt von Glossybox und Style London so ein loses Puder oder einen losen Highlighter mit drin. Und das hier ist dann wahrscheinlich das Highlight-Produkt von den Schweden gewesen. Ich hätte wahrscheinlich eine Lidschattenpalette bevorzugt, auch wenn ich echt oft meckere und so. Und ich sage immer, ich habe die Farben schon und bla bla bla. Aber die hier spricht mich eigentlich wohl an, weil dieses Orange und diese Rot-Geschichten passen sehr, sehr gut zu meinen Augen. Deswegen muss ich echt noch überlegen, ob ich die behalte. Ich glaube schon, weil ich die so süß finde. Ich mag die, ne? Ja, komm. Das Orange wird jetzt geswatcht. Und ja, und dieses grün-braun Schimmer. Ja. Dann dieser Schimmer hier, dieser helle Schimmer für den Inner Corner zum Beispiel. Und, uff. Und dieses quasi schwarz. Oh, das ist sehr krümelig. Gut. Angucken. Ich sehe das jetzt ja nur im Kameradisplay. Ist solide. Also ist wirklich solide. Definitiv. Also da werde ich mal was mit schminken. Das gefällt mir. Ist so eine schöne To-Go-Palette, ne? Kannst du auch schöne Day-to-Night-Looks mit schminken? Das gefällt mir. Doch. Cool. Dann haben wir hier von Narciso Rodriguez eine Parfümprobe mit drin. Und zwar 1 Milliliter von dem Eau de Parfum Rouge. Ja, auch das wird dann demnächst verlost. Cool. Also das war ein toller Inhalt, oder? Ja, auch wenn ich jetzt Lidschattenpalette behalte ich, Blendepinsel behalte ich, John Frieda behalte ich zweimal. Augenpads gehen weiter und das Parfum geht weiter. Ich würde aber theoretisch beides behalten, wenn ich nicht diese Backup-Geschichte hätte, die ich habe. Das heißt, für mich wäre das hier eine ultra geile Box gewesen, wenn ich sie denn selber bekommen hätte. Also ich habe sie jetzt ja bekommen, aber wenn ich eine Schwedin wäre, die diese Box anstatt der deutschen Box bekommen hätte. Ich glaube, ich muss nach Schweden ziehen, denn die haben echt geile Boxen, ey. Nächste Box. Hier haben wir eine sehr schwere, normale Box. Ein Deckel. Was ist das? All Eyes on Me. Time to Shine. Cliff Rugged. Ach Gottchen, ich kann keinen. Die haben echt immer so ein Heftchen drin, ne? Da stehen immer die Produkte drin. Und hier haben wir dann die All Eyes on Me Box. Das ist von... Oh, wow, die ist recht neu, Leute. Die ist von März 2020. Cool. Richtig cool. Das riecht hier auch schon wieder so gut raus. Boah. Also, das französische Bundle, okay, aber das schwedische Bundle hat sich jetzt schon gelohnt. Finde ich irgendwie. Also, flasht mich total. ich glaube, das riecht so, oder? Weiß nicht. Das ist halt eine Handseife wahrscheinlich. Nourishing Hand Soap with Nektar-Extrakt. Jo. Kannst du auch gut gebrauchen aktuell. Boah, das riecht voll gut.
Oh, gefällt mir. Also eine Handseife mit 300 ml reinzupacken, finde ich irgendwie straight. Gut, dann haben wir von Luna by Luna ein Eyeliner-Duo, Black und Bronze. Bronze, vor allem Bronze. Ein bronzefarbener Highlighter. Ist der schon in meiner Sammlung? Weiß ich gar nicht. Ach, guck mal, da sind sogar zwei Stück drin. Ich hätte jetzt gedacht, das ist quasi eine Seite so, aber nee, hier sind einfach mal zwei Highlighter, ach Quatsch, Eyeliner-Stifte drin. Das finde ich toll. Das finde ich klasse. Die werden behalten. Dann haben wir hier von Aiko die Black Magic Mascara mit 4 ml. Die habe ich auch schon mal getestet und die finde ich echt gut. Die hat mir auch wirklich, wirklich gefallen. Doch, muss ich sagen, die hat so ein geschwungenes Bürstchen. Da muss ich aber gleich mal gucken, ob ich die nicht schon habe. Dann haben wir hier das Highlighting, die Highlighting-Palette von Sleek in der Farbe Soul Styles. Die wird weiter wandern, weil ich die tatsächlich letztens erst in der Box mit drin hatte. Die ist schon in meiner Sammlung. Und ein Lippenbalm von EOS Tropical Escape mit Lichtschutzfaktor 30. Super klasse, das passt jetzt auch gerade aktuell sehr, sehr gut, denn ich benutze auch fast nur noch Lippenprodukte mit Lichtschutzfaktor oder eben halt Farbe, ne? Aber das hier wird weiter wandern, denn ich mag die EOS einfach nicht gerne, aber das ist, ne, persönliches Empfinden und so. Das heißt, die Sachen, die hier drin waren, sind zwar ganz geil, aber es wird nicht so viel behalten. Also die Handseife behalte ich, das behalte ich. Und vielleicht die Mascara, muss ich gleich mal gucken. Wie gesagt, habe ich auch dann eben reingeschrieben. Ja, aber cooler Inhalt. Ich glaube, man kann die Glossy Box jetzt aus Schweden nicht abonnieren, wenn man in Deutschland wohnhaft ist, ne? Schade. Braucht man quasi ein Postfach in Schweden. Und das ist dann auch wieder kompliziert. Vierte Box. Ja, die schwarzen lassen sich besser öffnen. Das war auch so eine Sonderedition. Ach, so schön Kupfer. Werbung. Ich weiß aber nicht mehr, was für eine Sonderedition das war. Ist auf jeden Fall eine richtig schöne Box. Kommt mir auf jeden Fall super bekannt vor. Hier haben wir Celebration. It's time for celebrations. Irgendwas wird zelebriert. Genau. Tada. Es ist Dezember 2019. Ja, letztes Jahr Dezember. Cool. Ach, die sehen alle so... irgendwie ansprechender, oder? Ich weiß nicht. Oder ist es einfach nur, wenn man sich denkt, ach cool, neu. Keine Ahnung, woher dieses Gefühl kommt. Ja, zu Weihnachten hauen die auch immer raus, ne? Das stimmt wohl. Ja, auch die Schweden werden hiermit leider geplagt. Mit Zahnpasta. Dann die High Impact Mascara von Clinique. Die habe ich schon, die wird weiter wandern, aber... ich würde sie ansonsten behalten. Da sind 3,5 ml drin. Ein Clinique-Rabattcode. Ja, bis 15. Januar 2020. Brauchen wir nicht. Peach Sugar Lip Scrub. Schön. Vegan, 99% natürlich. Jo, ich weiß nur nicht, von welcher Marke der dann sein soll. 7 Gramm sind hier drin. Innovet. Innovet haben wir doch schon mal... hatten wir nicht in der Under the Sea Box ein Pinsel von Innovet? Weiß ich nicht. Die Marke sagt mir auf jeden Fall was. Oh. Etwas nochmal in Luftpolsterfolie eingepackt. Real Her Ultimate Glow Getter Cheek Trio. Haben wir das nicht in Weiß? Ich glaube, wir haben das gleiche gehabt, nur halt in Weiß. Da muss ich gleich auch nochmal gucken, ob ich das schon habe oder eben nicht. Blende ich euch auch ein. Aber das mag ich, oder meins, was ich habe, mag ich ganz gerne, weil das so leicht natürlich ist. Da muss ich tatsächlich gleich mal gucken, ob ich das schon habe, weil ansonsten finde ich das hier super angenehm und super cool. Und dann haben wir auch nochmal die Gold Eye Brightening and Firming Under Eye Patches. Ja, wie gesagt, ne, von Vita Masks ist das. Ich habe jetzt welche da. Ja, Eye Patches werde ich weitergeben, weil ihr wisst, ne, ich habe ja diesen Ultra-Vorrat mittlerweile. Zahnpasta werde ich auch weitergeben, weil ich mag nicht so gerne, weil die ist mit Aktivkohle. Aktivkohle-Zahnpasta, weil das ist einfach so ein Brain-Gedöns. Ich mag das nicht, wenn ich mich dann im Spiegel sehe und sehe, dass alles schwarz ist. Die Mascara werde ich auch weitergeben, weil ich sie schon habe. Bei dem hier weiß ich es noch nicht, weil ich erst nachgucken muss gleich. Aber das Lip Scrub werde ich behalten. Das heißt, auch wenn diese Box an und für sich einen guten Anschein am Anfang machte, ist sie für mich dann doch gar nicht so ultra. Interessant, nicht wahr? Und hier haben wir dann die letzte, die fünfte schwedische Box. Und auch die letzte aus meinem Video. Hey! Was ist das denn? Die ist voll schwer. Festival Frenzy. Witzig.
so mit Peace-Zeichen und Sonnenbrille drin und so im Deckel. Das ist halt dieser Flyer. Ne, hier ist, glaube ich, gar kein Heftchen, wo drin steht, was drin ist mit dabei. Mhm. Ist das dann eine Special-Box aus Schweden? Das fände ich ja auch cool, ne? Weil die werden ja auch garantiert so wie Muttertagsboxen und sowas alles haben. Oder die Glossy Box Young oder so, ne? So, das zeige ich euch einfach mal. Das Seidenpapier ist nämlich schon mal richtig schön. Voll hübsch. Und das versuche ich jetzt gerade nicht zu zerstören. Deswegen, der Klebi wird gerade ganz vorsichtig geöffnet. Holla, die Waldfee. Das ist mal ordentlich gefüllt hier. Da haben wir von Schwarzkopf ein Shampoo, was ich behalten werde. Nature Moments Moroccan Argan Oil in Macadamia Oil. Mega. Mag ich gerne. Sowas ist echt voll meine Welt. Ich tue ja auch, oder ich mache ja auch Arganöl so in meine Haare rein. Oh, das riecht auch voll angenehm. Sehr sanft, pudrig, wirklich angenehm. Das gefällt mir und das sind hier auch wirklich, ist es Full Size, 250 Milliliter, weiß ich nicht. Aber finde ich toll. Dann haben wir hier Ritual of Karma Gratitude Hand Lotion mit Lichtschutzfaktor 15. Mega. Organic White Tea and Ginkgo Biloba. Biloba. Okay. Ja, das ist eine Handcreme. Und ich finde, dass dieses Ritual of Karma auch richtig gut riecht. Ha, riecht gut. Finde ich toll. Behalte ich. My White Secret Day Toothpaste. Zahnpasta. Hier steht, glaube ich, drauf 2x65 Milliliter oder so. Sind das wohl 65 Milliliter? Weiß nicht. Bestimmt. Dr. Pawpaw. Multipurpose Soothing Balm with Natural Pawpaw. For Lips, Cheeks and Cosmetic Finishing with a Hint of Tint. Okay, das hatten wir schon mal. Das war nicht ganz so meine Welt. Das ist mir einfach zu intensiv gewesen. Ich hatte mir das auch auf die Wangen gegeben und so. Das mag ich nicht so gerne. Von Libresse Daily Intimate Waschgel. Ach, das finde ich gut. Das ist ein Intimwaschgel. Jo. Das scheint halt wirklich so ein abgepacktes Muster hier zu sein. 20 Milliliter. Ist aber vollkommen in Ordnung. Also manchmal hast du ja auch einfach Probegrößen hier so mit drin. Dann haben wir hier noch so einiges. This Works Deep Sleep Pillow Spray. Das liebe ich. Das finde ich so klasse. Das hier ist jetzt auch eine kleine Größe davon. 2,5 Milliliter. Ja, das reicht jetzt nicht für Ewigkeiten, ne? Aber ich lieb's. Das hilft mir echt gut beim Einschlafen, weil das halt auch so einen leichten Hauch auf mein Bett legt von Lavendel. Dann, oh ja, 50 schwedische Kronen bei Rituals als Rabatt bis, keine Ahnung, nicht mehr lange. Ist schon längst abgelaufen wahrscheinlich und wahrscheinlich, ja, 31. Juli 2019. Okay, also ist das entweder die Juni oder die Juli 2019 Box hier. Genau. My White Secret, da hast du dann auch nochmal irgendwelche Informationen zu. Ja, zu der Zahnpasta. Die fand ich jetzt okay. Also was ich behalten würde, ist auf jeden Fall das Shampoo. Die Pupsala Handcreme. Zahnpasta, komm, die behalte ich auch, weil Tag und Nacht, das ist so ein bisschen wie Elmex und Aronal, ne? Ja, ja, ja. Die kann man dann auch mal verwenden. Intimwaschlotion würde ich behalten. Das ist doch besser gewesen, als ich gerade dachte. This Works Pillow Spray auf jeden Fall behalten. Das Einzige, was weiterwandern würde, Dr. Pawpaw. Ja. Doch einiges behalten hier. Okay, ich blende dir mal ein, was du in diesem Video hier gewinnen kannst, nachdem ich mal durch die ganzen Boxen nochmal durchgestöbert bin. Ja, und wie gesagt, alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Mir persönlich hat das einfach mal jetzt so von der Art und Weise her richtig gut gefallen, dass man einfach auch nicht die alten Boxen aus Deutschland, sage ich mal, dann im Sale ergattert hat, sondern aus einem anderen Land. Das fand ich schon spektakulärer, weil du da ja auch so ein bisschen Unterschiede mit dabei hattest. Und ja, ich weiß nicht, weil andere Länder, andere Sitten, da hast du ja auch andere Ansprüche von den Leuten, die die Boxen packen und designen, aber auch von den Leuten, die die Boxen bekommen. Deswegen, ne, fand ich interessant. Ich weiß nicht, ich fühle mich gerade so ein bisschen, als wäre ich einmal kurz nach Frankreich gereist und einmal nach Schweden. Mega cool. Und mir hat es gefallen. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Da würde ich mich nämlich echt drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!